Ich würde gerne mehr über Latanda wissen. Unser Morgenfürst hält uns an, Hoffnung und schöpferische Kraft zu fördern. Stolz wird gemieden und der Kreislauf von Wiedergeburt und Erneuerung ist unser heiligster Glaubensansatz. Das hört sich nach einem üblichen Glaubensansatz an. Stimmt, betretet unser allerheiligsten Tempel und sonnt euch in der Herrlichkeit des Gottes der Morgendämmerung. Erfahrt selbst seine Güte. Mhm. Ihr seid mir mehr als willkommen. Was könnt ihr mir über die Kleriker erzählen? Es sind mehrere verschwunden und einige sind zurückgekehrt und behaupten, sie seien zu dieser Religion des blicklosen Auges übergetreten. Wir zwingen sie nicht dazu, dem wieder abzuschwören. Ja, weil es halt immer noch keine Beweise gibt, wie gefährlich das Auge ist. Ah, eine Helmpriesterin. Ach, er ist männlicher. Ritterwächter Abir. Seid gegrüßt, meine Fürstin. Möge Helm über euch wachen und euch in Zeiten der Gefahr beistehen. Kommt und nehmt seine Führung im Tempel entgegen. Ja, Talisa hat damals in Nashkel den Eid in dem Helmtempel abgelegt, als sie zur Klerikerin geworden ist. Deswegen einfach mal so hintergrundkanonmäßig denke ich mal, dass wir eine Helmpriesterin sind, also dass Talisa eine Helmpriesterin ist. Ich habe aber wir können ja mal mehr über Helm herausfinden, weil so viel hat uns der Helmpriester damals nicht erzählt. Ich habe gehört, dass Helm eine strenge und kalte Gottheit sein soll. Erzählt mir mehr über ihn. Viele verachten Helm für seine Taten während des Götterkrieges, aber er tat nur seine Pflicht. Helm ist ein strenger Zuchtmeister, doch er ist nicht herzlos. Er ist der Gott der Wächter, der Wachsame. Pflicht und Vertrauen können niemals verraten werden. Ihr würdet Helms Wohltätigkeit erkennen, wenn sein Blick auf euch fiele. Kommt in den Tempel und seht euch selbst den Wert seines Lebens, das sich dem Schutz und der Beharrlichkeit verschrieben hat. Wir können jederzeit in den Tempel gehen, nicht wahr? Die Kirche ist immer geöffnet und ein Zufluchtsort für diejenigen, die müde oder in Gefahr sind. Helm nimmt alle auf und wird ihr Vertrauen nicht enttäuschen. Tretet ein und seht selbst. Ich strecke euch die Hand zum Gruße entgegen. Ja, was könnt ihr mir über die vermissten Kleriker erzählen? Da stimmt irgendwas nicht. Kleriker verschwanden und einige kehrten zurück, um nur diesem blicklosen Auge die Treue zu schwören. Das stinkt zum Himmel. Mhm. Also ja, das sind sozusagen die Werbungsmacher für die drei Tempel hier. In der Gegend. Und ja, vorläufig wird das hier mal unsere Gruppe sein, außer dass ich später Nalia wieder gegen Yoshimo eintausche. Dann haben wir zwar nur noch eine Kampfmagierin, aber das soll uns reichen. Wir haben ja genug Buffkraft und priesterliche Zauber. So, gucken wir mal hier oben zu dem Anwesen. Hier ist erstmal ein Bauer. Ich kann nicht begreifen, wie man einem grausamen Gott wie Helm gestatten kann, einen Ort in der Stadt zu besetzen. Vergebt mir meine lose Zunge, aber hier ist einfach kein Platz mehr für ihn, nach alledem, was er getan hat. Ja, die Leute geben, also was heißt die Leute, die Gläubigen geben halt Helm ein bisschen. Sie verachten Helm wegen den Sachen, der während der Zeit der Sorgen passiert ist. Also als die Götter auf die Welt gekommen sind, die Götterkriege, wie es der Helmpriester selber genannt hat. Damals hat Eo, der oberste Gott, nämlich Helm alleine erlaubt, im Pantheon zu bleiben, um die Pforte zu bewachen, dass die anderen Götter nicht so leicht wieder zurückkehren können. Gut, das Anwesen ist verschlossen, da will ich nicht einfach so eindringen. Jedenfalls fürs Erste nicht. Da ist nochmal ein Weg in die Kanalisation. Da ist noch so ein verrückter Prophet. Ihr habt Augen. Augen, ihr seid dumm. Warum bin ich dumm, bloß weil ich Augen habe? Das blicklose Auge wird euch zerstören. Zerstören wird es euch. Hinab mit euch in die Grube. Nehmt meine Augen, um wunderbarer. Ich biete sie euch aus freien Stücken an. Wovon redet ihr? Wer ist dieses blicklose Auge? Das Auge. Er ist wunderbar, so wunderschön. Verehrt ihn. Kniet nieder und verehrt ihn, sage ich, bevor er euch niederschmeckt hat. Legt eure falschen Götter ab und kniet. Hinfort. Weg von mir. Unglaub ist euer Name. Weg. Okay, Verrückte. So, hier ist irgendwo hoffentlich ein Zugang in die bewachte Anlage. Ah, hier.
Dann gucken wir mal, was das für eine bewachte Anlage sein soll. Ihr werdet leiden. Oh ja, das werdet ihr. Okay, die klingen schon mal nach unfreundlichen Gesellen. Sieh mal nach, wer da reingeplatzt ist. Ich sollte mal prüfen, wie gut die Tür geschützt ist, Ketter. Ich glaube, dass die Vorrichtungen inzwischen schwach genug sind, dass der Pöbel eindringen kann. Es scheint so. Nächstes Mal eine Eissturmfalle. Ganz recht, jetzt zu euch. Dies ist Privatbesitz. Ihr seid hier nicht willkommen. Was ist das für ein Ort? Was das hier ist? Privatbesitz, das ist es. Und jetzt geht ihr, oder muss ich euch eine Lektion erteilen? Entschuldigt mein Eindringen, ich gehe. Entschuldigung angenommen, aber ich warne euch. Kehrt nur auf eigene Gefahr zurück. Ich werde ein solches Eindringen nicht ein zweites Mal dulden. Ja, da verschwinden sie. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier was Böses ist. Jedenfalls scheinbar nicht hier, also wir sollten uns ihren Rat erstmal zu Herzen nehmen und gehen. Aber wir kommen wieder und untersuchen das, wenn wir die Zeit dazu haben. Weil im Augenblick steht ja noch Nalias Quest an. Hallo, du? Hallo, Leute! Diese entsetzlichen augenlosen Priester sind einfach überall. Oh, wenn dieses blicklose Auge wirklich existiert, dann habe ich meine ganzen Münzen an die Falschen verschwendet. Aha. Ja, ein Ritter des Ordens. War hier drüben nicht noch irgendwo jemand? Hier ist ein Bürgerlicher. Ich hätte schwören können, hier war ein Halbling oder so, mit dem ich reden konnte. Mögen die Götter wandert ehrfürchtig und liebt die Gerechtigkeit. Mhm. Da gehe ich noch mal kurz rum und guck mal, wo der Halbling abgeblieben ist, den ich vorhin gesehen habe. Der hatte sogar auch einen Namen. Das ist nur ein Bürgerlicher, mit dem haben wir nicht viel zu schaffen. Ach, hier war sie. Sie könnte ein Halbling sein. Oder eine Zwergin. Oh, es ist ein toller Tag, um neue Freunde zu treffen. Ich grüße euch. Ich predige für das Heil der Herdenhüterin, unserer Herrin Cyrolali. Oder Kyrolali. Oder wie auch immer. Eines Tages werde ich hier in der Stadt einen Schrein haben, der ihr gewidmet ist. Die Herdhüterin, die von ihr gehört. Nicht viele kennen sie, denke ich. Sie ist eine Gottheit der Halblinge, also sie ist ein Halbling. Sie repräsentiert unsere Ideale von Freundschaft und Vertrauen. Ja, vielleicht den großen Anteil des kleinen Volkes an der Bevölkerung hier in Adkatla gemerkt. Cyrolali gibt ihr Bestes, um all ihren Anhängern hier in der Stadt ein sicheres Heim zu gewähren. Vielleicht versteht ihr, dass wir Halblinge uns anpassen müssen, wo immer wir können. Eine Heimat ist eine Heimat und so können wir uns zugleich bemühen, sie zu einer schönen Heimat zu machen. Gut. Also ja, das ist auch so eine Sache. Die meisten anderen Völker wie Zwerge und Halblinge, Dunkelelfen haben hauptsächlich ihre eigenen Götter. Sogar die Barbaren haben mehr oder weniger einen eigenen Gott, nämlich den Gott Tempus, der eigentlich der Gott Tempos ist. Also einfach nur ein Buchstabe ist anders. Was ist mit dir hier? Oh, es ist ein toller Tag, um neue Freunde zu treffen. Ich traue diesem Priester nicht über den Weg. Was denn bitteschön ist das blicklose Auge? Es klingt entsetzlich und sie haben sich alle selbst die Augen ausgestochen. Ich warte. Mhm. Gut, das heißt, wir können jetzt in den Orden gehen. Und uns da noch umhören. Womit kann ich dienen? Ich sah einen Priester. Ja, das ist wieder was mit dem gottlosen Auge, mit dem blicklosen Auge. Ihr müsst eure. So, jetzt in den Tempel hier, also in die Hortshalle. Das ist also das Gildenhaus des verrufenen, höchst ehrenwerten Ordens des strahlenden Herzens, ja? Verrufen? Miss Nalia, wir, die Diener des strahlenden Herzens,
sind stolz darauf, ein bisschen mehr Gutes in diese dunkle Welt zu bringen. Nur den tapfersten und aufrechtesten Ritter des Heiligen Ordens wird das Privileg der Mitgliedschaft gewährt. So wie ihr, Keldon. Und dort tätigst ja. Und der Orden zahlt für eure Ländereien. Verehrte Nalia, versteht doch. Jede Seele kann Mitglied des Heiligen Ordens werden, gleichgültig welchen sozialen Rang sie bekleiden. Sie wird nach der Reinheit des Herzens beurteilt, nicht nach dem Geschlecht. Anders als jene, die sich nicht nehmen lassen, Kritik zu üben, wurden wir nicht in Luxus und Wohlstand geboren. Und doch sind die Hallen und all eure heiligen Schwüre nur uns Menschen vorbehalten. Glaubt ruhig allen Lügen, Keldorn, aber sie werden dadurch nicht wahrer. Also Nalia hat ein Problem. Oh, ein Trank der Lebenskraft. Also ja, ich denke mal, der Orden hat nicht viel dagegen. Wow, 8 Heiltränke, wenn wir uns ein bisschen hier bedienen. Immerhin haben wir Keldorn, ein Mitglied, dabei. Hm, so viel können wir jetzt nicht mehr tragen. Ja. Ja, wie? Ich werde es tun. Wobei Heiltränke gehören ja eher zu Yahira. Und den Heldentrank, den gebe ich mal Keldorn. Der ist nämlich gar nicht mal so schlecht. Konstitution. Na gut, den sollte ich dann eher Eri geben oder so. Oder nein. Oder Yahira. Wurde aber auch Zeit. Und die 8 Heiltränke können auch zu ihr. Oh, wurden die jetzt aufgeteilt? Ja, sieht so nach, danach aus. Fragt nur, erzählt mir mehr davon. Braucht ihr den Bayerns Namen? Es soll geschehen. So. Da haben wir auch noch ein paar Sachen. Wurfpfeile? Haben wir schon irgendwo Wurfpfeile? Ja. So. Gut. Wir sind hier wohl in den Ställen des Ordens außerdem gelandet, also macht das wahrscheinlich zweimal nichts aus. Wir gucken uns jetzt hier in der großen Ordenshalle um. Und hier werde ich mich davor hüten, irgendwas mitzunehmen. Sieht schon ziemlich creepy, aber auch edel aus. Hier ist Tom abgebildet, der Gott der Loyalität und des Gehorsams. Ja, weil hier werden halt mehrere Götter verehrt. Und ja, ich wette, wenn ich hier was von dem Tisch nehme, dann gibt's Stunk. Nein. Okay. Auch gut, weil Heldentränke sind auf jeden Fall besser als Lebenskrafttränke. Naja gut, die Heldentränke nehmen wir mal mit, die können wir gebrauchen, den Ring lassen wir liegen. So nötig haben wir das Geld ja auch nicht. Und ja, hier werden halt verschiedene Götter verehrt. Wir gucken uns, bevor wir die Haupthallen weiter erkunden, uns mal erst die Nebenräume an. Hier ist zum Beispiel nichts. Hier ist aber jemand, mit dem wir reden können. Ein Knappe. Ich strecke euch die Hand zum Gruß hin. Hallo auch, Kumpelchen. Ich bin Knappe Velvin. Nett, euch zu treffen. Das Vergnügen ist auf meiner Seite, Melvin. Was für ein Ort ist das hier? Dies ist der höchst ehrenwerte Orden des strahlenden Herzens. Ich bin hier ein Junker, der Ritterkrams lernt. Ja, was ist der Orden des höchst strahlenden Herzens? Es ist ein Orden mit Paladin und sowas. Treue, Recht, Ehre und Mut, wisst ihr? Wie lange seid ihr schon Junker? 2 Tage, ob ihr es glaubt oder nicht. Ich habe vor nicht ganz einer Woche noch Fische gesäubert. Ich glaube, ich sollte ein Ritter werden, wisst ihr? Fische gesäubert? Klar, die haben nur gesehen, wie gut ich mit dem Messer die Fische aufschlitze und schon wollen sie mich ausbilden. Na dann viel Glück, Melvin. Ja klar, und ich bin der blauäugige Erdnuss. Tschüss. Aha. Ich strecke euch die Hand zum Gruße entgegen. Wie lange seid ihr schon?